Moin Leute, was geht ab? Wir sind's wieder zu einer weiteren Folge heute. Mensch, Sim, Alex, Ja. aufstehen. Komm, wir müssen weiterbauen. Ja, Leute, wir haben einen kleinen Radikalschlag gemacht. Ja, unser Haus existiert nicht mehr, unsere Halle existiert nichts mehr, alles, nichts mehr existiert noch. Wir können aber fett verkaufen, denn wir haben insgesamt 24 und 9 mal Fleischerzeugnisse. Plus dann haben wir noch das Öl, die in den zwei Fässern, wo wir noch Fett produzieren können. Ja, Leute, was haben wir gemacht? Naja, passt auf. Übrigens müsstest du mal die Ananas, Tomaten und Wassermelonen, oder du müsstest alles mal gießen. Mache ich. Genau. Was haben wir gemacht? Naja, wir haben uns überlegt, wir wollten eh ein anderes Haus haben. Und dann habe ich so gesagt, ja komm, lass doch hier so ein modulares Ding nehmen, weil Alex hatte dann so gesagt, er fände es ganz geil, wenn man das Haus einfach erweitern könnte oder dort andere Sachen. Und wir machen das jetzt so, wir werden jetzt hier nach und nach bauen. Das hier unten wird jetzt die unterste Etage. Hier wird unsere, ich sage jetzt mal, Produktionsraum sein. Also wo wir dann den Honig schleudern, das Fleisch verarbeiten, den Käse produzieren. Und dann geht hier eine Treppe nach oben. Im zweiten Stock oben wird dann unser Haus sein, weil so viel brauchen wir nicht. Wir brauchen ja eigentlich nur was zum Schlafen, vielleicht einen kleinen Glotzer, was weiß ich. Und hier drüben, alles hier drüben, wird dann nach und nach alles erweitert. Und da wird dann nach und nach wird hier noch eine Garage reinkommen, wobei die eher auf die andere Seite kommt. Und dann wird hier noch weiter ausgebaut. Da werden dann Ställe reinkommen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir holen uns zwei Kühe, dann wird hier ein bisschen was ausgebaut. Dann wird man da einen kleinen Zaun innen reinbauen, vielleicht auch noch außen ein kleines Außengehege, wo dann die Kühe drin leben, bla 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 bla. Und so wird das mit jedem Tier sein. Auch die Hühner werden hier drin Platz finden, weil das ist halt deutlich geiler wie die Hühnerställe. Und wir werden das alles optimieren. Und auf Dauer werden wir dann auch gucken, dass wir das Gewächshaus hier nochmal ein bisschen umbauen wahrscheinlich, weil das müssen wir ein bisschen gerader setzen, dass wir das dann mit dem hier zusammenbauen können. Genau. Ich würde auch sagen, das, was wir oben nicht als Wohnraum brauchen, könnten wir echt als Lager benutzen. So für Ja. Metall und so. Könnte man Ja. machen, ja. Ja, und ja, würde ich, ja, doch. Ja, wir brauchen ja in unserem Haus nicht viel. Eine kleine Küche, einen Tisch halt mit einem, zwei Tische mit einem einem Campingkocher und Fleischdinger halt. Dann zwei Betten. Ja, nee, die Fleischdinger kommen ja runter in die Produktionsding. Ja, stimmt. Es regnet da schon wieder. Es ist doch schon wieder zum Kotzen, oder? Hey, soll ich mal ein bisschen Holz kaufen fahren? Ja, ich komme gleich mit. Ich komme gleich mit. Und dann können wir nämlich die zwei Bienendinger auch direkt mal holen. Wo ist denn das andere Brett jetzt denn hier? Ja, ich habe dabei ja diese Bienenwaben noch da drinnen, ne? Die vollen, weil wir Ja, das. nimm aber die leeren noch mit, die zwei Stück. Dann können wir die bei Ja. dem Ölding gleich nehmen, weil wir werden jetzt auch direkt gleich mal alles verkaufen. Au! Sorry. Rexack. Sollen wir Ölfässer auch gleich mitnehmen? Ja, alles. Die Ölfässer, würde ich sagen, können wir gleich oben dann bei der Öldingens stehen lassen. Ja, nee, da müssen wir erstmal das Öl abholen und verkaufen. Ja. Stimmt auch wieder. Ja. Aber lass Ich die zwei Sägen da, die brauchen wir nicht. Wir haben uns auch überlegt, dass wir, wenn wir Rich Motherfucker sind, also nee, ich hätte gedacht, du Millionär. willst die doch verkaufen, die Sägen. Die Ach zwei. so, das sind die alten. Ja. Ja. Warte mal, machen wir ein bisschen anders. Moment. Genau, und wir werden das Ganze so machen, da wir ja dann wieder leichte Millionäre sind, oder werden wahrscheinlich. Werden wir sehr, sehr viel Holz einfach selber einkaufen, weil wir haben absolut keinen Bock, jetzt da wieder unseren ganzen Wald wegzuholzen. Das dauert immer ein bisschen. Auch wenn wir jetzt zwei Luxussägen haben, aber das ist halt immer ein bisschen schwierig dann. Genau. Warte mal, Ja. die Bienenwaben kannst du, glaube ich, auch in die Kühlbox rein. Probier mal. Warte. Ja, nee. Nee, 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 nee. das geht jetzt nicht so. Ich dachte eigentlich, das ging mal, aber egal. Warte mal, ich habe eine Idee. Den Smoke kann ich auch auf die Ölfässer drauflegen. Wenn ich das dann einmal hier so mache und dann
So machen. Dann so machen. Ja gut, wir brauchen ja eh bloß zwei Bienenwaben, ne? Weiß das, ich leg dabei die einfach auf die Matratze, die vollen. Ja. Auch auf deine Matratze, damit es heute Nacht schön piekst, wa? Ja. Ne? Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Nee. Reisegruppe Kloppy fährt los. Reisegruppe Kloppi, Alter. Man merkt, dass das Auto wieder beladen ist. Ah, der Tom wird mir auch mal angezeigt. Ach, echt? Ah ne, jetzt ist er wieder verschwunden. Wow, fantastic. Digga, das Öl macht uns gleich wieder stinkreich, Alter. Das ist auch so krass, ne? Du kriegst pro Liter einfach ein. Wobei, nee, aber das kann gar nicht ganz hinkommen, weil dann haben die sich im Game ja verrechnet. Weil da stand dran, du kriegst ein Liter. Ein Euro. Ja. Steht ja eigentlich für ein Liter. Aber wenn du jetzt ein Liter pro Euro kriegst, denen wir ja nicht 500, sondern 50 bekommen. Aber wir haben ja 500 bekommen. Alter, Digga, das Ding ist randvoll. Ja, schon wieder so Alter, voll. 127 Liter. Da ist der auch schon wieder voll, oder? Ah, nee, warte, meine ist noch nicht voll. Meine ist noch nicht voll. Moment. Das hat bei mir noch nicht so ganz funktioniert. Jetzt, eh? Da können wir ja noch mal fahren, Alter. Wie viel haben wir jetzt drin, 78 Gau? Liter. Noch fast zwei Fässer voll. Aber Sprit müssen wir bald wieder nachfüllen. Hat er bloß noch 15. Aber dann, Digga, das lohnt sich ja zehnmal, Alter. Ich dachte, da musst du jetzt jeden Tag Sprit nachfüllen, aber du musst ja fast keinen Sprit nachfüllen, Alter. Nee, Öl lohnt sich gerade richtig. Öl lohnt sich gerade echt richtig gut. Ich bin echt mal gespannt, was die Wurst und der ganze Scheiß jetzt bringt, Alter. Ja. Vor allem, wenn wir dann noch einen Preismultiplikator haben, Junge, dann wird's richtig kriminell. Vor allem meistens sind immer so Hühnersachen als Multiplikator drin oder so. Jetzt bin ich ganz gespannt, ne? Ja, park das Auto am besten beim nächsten Mal noch beschissener. So, warte mal. Oh, Rindfleisch. Ach, Scheiße. Ja, wohl, nee, ist sogar gar nicht mal so viel. Ich habe jetzt mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Digga, 2000, Digga. Willst du mich verarschen oder Ja, was? der haben wir 2,5 bekommen mit den ganzen Käse und so. Guck Ja, mal, gut. ne? Hilft das Aber, mal. So. also. Ja, wobei, aber, Digga, 85 für eine Rinderwurst ist schon heftig, Digga. Das Problem ist halt, heute hätte es leider Quark, Wildfleisch und Rindfleisch gegeben. Ich weiß gar nicht, wie man Quark herstellt, Digga. Seit wann gibt's Quark? Wahrscheinlich aus Milch. Ja, macht Sinn. Ja, aber wie macht man den? Keine Weil, Ahnung. du, normalerweise ist es ja so. Ah nein, ich glaube, ich weiß, was Quark ist. Ich glaube, das war irgendwie so richtig beschissen gemacht, weil du nimmst ja, du tust ja die Milch rein. Und dann ist es ja so, dann lässt du die ja kochen und dann ist es ja meistens so, was, ach so. Und dann machst du es ja meistens so. Digga, weißt du, was wir da Holz kaufen können, Alter? Warte, warte, warte. Oh ja, die Tischsäge können wir wirklich verkaufen. 75 jeweils. Dann einmal. Hä? Das Öl wird gar nicht angezeigt. Hä? Findest du? Hä? Ja, du hast ja das Öl auch schon verkauft, du Trottel. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du schon. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du schon. Nein, habe ich nicht. Ah, jetzt steht's dran. So, jetzt hat das Öl auch gemacht. Hä, warum haben wir für dreimal Ölgeld bekommen? Hä, wo ich nur zwei Kanister hingestellt habe? Ja, hä, das Spielzeug komplett verpackt. Ich Hä, habe aber zwei wieso Kanister. hast du, aber wieso hast du das nicht beim Dings verkauft? Du kannst es da auch verkaufen. Nee, da war es nicht drin gestanden. Hä, aber ich hab's doch da beim letzten Mal auch verkauft. Ich bin ja nicht komplett bescheuert. Ja, Das keine Holz müssen Ahnung. wir später holen, wenn wir Platz haben. Ja.
Ja, ich musste hier die Kanister auch gerade rausschneiden, aber die hat er irgendwie dreimal abgerechnet. Das heißt, wir haben jetzt für dreimal Öl bekommen. Für dreimal Geld bekommen. Hä? Ach, der, Wir keine haben ja eh Ahnung. noch, wir haben ja eh noch einmal Öl. Dann holen wir schnell noch kurz das Öl, machen da schnell die zwei Beanie-Kiss rein. Ja. So, unser Dann würde ich anfangen, Superhybrid, der dann läuft mal Tempo wieder. Grill Ranch. Und da die Bienen wieder hinbringen, schön auf meine Matratze legen. Da oben ist ein Hirsch. Der juckt uns aber eigentlich gerade gar nicht so. Wir nehmen alles mit, was uns auf den Weg kommt, das weißt du. Das juckt uns aktuell gerade nicht so. Irgendwann sagt er wieder so, oh, wir haben nur noch 5 Euro auf der Bank. Und weißt du, was das Geile ist? Wildfleisch bringt Preismultiplikator beim Laden, beim Börek-Markt. Okay. Ja. Wo zum Fick fährst du lang? Unser Öl. Ja, aber dann fahr doch Öl nicht über pumpen. Stock und Stein, Junge. Das ist kein Offroad-Fahrzeug, Mann. Doch, sollte es eigentlich. Oh, ich bin ja froh, dass diese Bienendinger noch hier sind. Ich hatte kurz schon Angst, dass die resettet werden, weißt du? Hier drüben ist noch eins. Das habe ich dir doch letztens gesagt. Ach Also, so. wo? Nee, Oh, ich dachte stimmt. nur. Ich Das habe ich dachte. nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Warte mal, hä? Hier sind drei an einer Stelle. Weil ich wollte nämlich gerade schon sagen, weil du hattest mir noch eigentlich ein anderes gezeigt. Ja, und ich dachte mir vorher so, oh, ja, sollen wir drei mitnehmen? Ja, komm, lass drei mitnehmen. Aber dann haben wir das Haus wieder umgebaut. Heißt, haben wir ja doch jetzt nur noch zwei mitgenommen. Ja, hätten wir mal drei mitgenommen. Ja, Junge, ich wusste ja nicht, dass da drei Stück sind. Ja, ich Warte, auch warte, warte. nicht. Au. Hä, aber Digga, sowas hatten wir ja noch nie, dass es hier einfach drei Bienenstöcke nicht. Vor allem, weißt du, was ja richtig geil ist, Digga? Was Neben so denn? einer, neben so einer Ölquelle weiß ich jetzt nicht, ob das so geil als Biene ist. Nein, Ich finde es ja wird auch auch. geil, ne? Den Baum hier kann ich wegballern, aber den nicht. Hä? Ich kann die hier kann ich weghauen, aber ich Ja, die das hier. ist immer da, wo die Bienen drauf waren. Ich weiß auch nicht warum. So, wohin soll ich jetzt fahren? Ich kann nichts bauen. Was ist Wohin soll ich jetzt das? fahren? Was ist das? Ja, komm, Ja, lass mal erstmal lass fliegen. erstmal wieder zum Verrückt. Dings fahren und das verkaufen. Ja. Ah ja, perfekt. Ja, wir machen hier kurz ein bisschen Drift. Meister. Moin, Meister. Weil weißt du, was halt das Geile ist? Die Ölfässer können wir dann gleich beim Dings oben stehen lassen. Ja. Oha. Ja, guck, jetzt gibt's nämlich 28,5 für Wildfleisch, Alter. Schau, und jetzt konntest du nämlich das Öl auch hier verkaufen. Ja, keine Ahnung. Vorher ging das irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ihr habt vielleicht auch zu viel einfach drauf. Hui. Warte mal ganz kurz, bleib mal ganz kurz stehen, bitte. Ach so, nee, passt, alles gut. Was denn? Nee, alles gut. Sah kurz so aus, wie wenn du unsere Bienen verkauft hast, aber nee, passt, alles gut. Nein, hab ich nicht gemacht. Oh. Weil dann würde ich sagen, fahr. Nee, warte mal, wir machen das jetzt ganz einfach. Fahr ganz kurz zur Ranch zurück. Dann Ja, wollte ich holen gerade wir machen. schnell. Dann holen wir nochmal schnell eine so eine Bienenwabe. Dann Ja. fahren wir nochmal zu dem Ölding. Stellen dort die Ölfässer ab, nehmen das für die eine Bienenwabe das Bienending noch mit. Und dann können wir Holz vollbumsen auf den Kahn. Oh, ja, auf
Dauer müssen wir dann aber noch mehr kaufen. Ne? Ja, das ist jetzt für eine Dingens, für eine, war schon für eine. Nee, ist nicht ganz. Fünf passen noch da rein in einen Bienenkasten, oder? Ja, aber wir haben aktuell 4. Ja, das ist jetzt die 5. hier. Stimmt. Oh, dann produzieren wir richtig Honig. Alter, dann geht's richtig ab. Vor allem, du musst ja mal bedenken, die Dinger sind ja alle 2 Tage, oder meistens jeden Tag voll, ne? Ja, das stimmt. Aber was für ein Zufall, ne? Ich find's ja geil, weil der heutige Tag hat uns zwar richtig geschockt, als alle unsere Viecher verreckt sind, aber gleichzeitig haben wir auch so viel Glück, dass wir einfach 3 Bienenwaben finden, Öl haben, das ballert, halber Multimilliardär sind, Junge. Ah, hier war die. Hä? Wieso kann ich die nicht aufnehmen? Probier du mal. Ich kann die nicht aufnehmen. Hä? Bienenflüsterer. Armer Schall. Ich will mal gucken, ob es hier noch mehr gibt, Digga. Aber wenn es hier noch mehr gibt, Alter, dann holen wir uns hier einfach mehr so eine Dinge und dann die Alarmfahrt. Aber schaut nicht so aus, ne? Ich find's auch geil, ne? Das Ding hat einfach jetzt schon wieder 5 Liter produziert, ne? Willst du nicht die Ölfässer hier lassen? Nein, das war gerade mein Plan. Bis der Baum kam. Und jetzt würde ich sagen, holen wir das Holz. Ja. Wir müssen sowieso 2-mal fahren, weil ich habe so viel Holz. Ich habe für einen Taui Holz eingekauft, Digga. Das sind irgendwie 35 Packel oder so. Ja, wir müssen erstmal wieder standardgemäß tanken, wie immer halt. Wir fahren zwar einen E-Hybrid, das wisst ihr ja alle, Leute. Also ein Halbhybrid, aber das Ding braucht mehr wie ein V8. Biturbo. So ist das. Ja, voll. Warte, Martin, kann ist der Kleine noch ganz voll? Jo. Haben wir noch einen Kanister? Nee, ne? Nee. Warte. Ah, ich lasse mir schon mal den Halbhybrid schon mal loslaufen. Jetzt stell mal vor, die Autos, wenn sie stehen würden, würden auch die ganze Sprit verbrauchen. So habe ich uns jetzt nämlich ordentlich Platz gespart, sodass wir jetzt hinten einfach auf die Ladefläche alles vollbumsen können. Auch wenn im echten Leben schon alles da oben von dem Getreckpeger runtergeflogen wäre, aber egal. Genau, und dann fahren wir das quasi nach Hause, dann können wir den Rest alles noch abladen und dann holen wir das Holz. Ja, jetzt wäre safe alles runtergeflogen. Ja. Da hätte nicht mal mehr ein Spanngurt gehalten. Holz. Kohle. Wir machen heute Kohle. Oha, wir haben immer noch 3,8 auf dem Konto, ne? 3,8? Ja. Ja, und du musst dir mal vorstellen, ich habe jetzt für ein Taui Holz gekauft, Alter. Für ein fucking Taui. Das sind 35 Pakete oder so. Also die nächsten Großinvestitionen werden einfach wahrscheinlich der Drescher. Ja. Weil wir den unbedingt brauchen. Wir müssen aber noch Pflanzenschutzmittel dann beim Laden kaufen. Oder Düngemittel, ja, besser gesagt, um Pflanzenschutzdings, ne? Ja. Lass das aber recht schnell machen, weil dann können wir nämlich unser Feld noch düngen, dann kriegen wir da mehr raus. Und wir brauchen noch den Transportanhänger dann für den Schlepper, ne? Den können wir aber hier auch kaufen. Jetzt wäre halt der Anhänger ganz geil, ne? Warte mal ganz kurz.
Ja gut, der hat auch mal ein bisschen so rumgebackt, ne? 6,50 glaubt er. Er glaubt er, er glaubt 6,50. Meine Fresse! Er kostet 6,50. 6,50, wer kostet 6,50? Der Anhänger, soweit ich weiß. Nee, 2,10. 2,10 nur. 2,1, also 2.100 hat der Ach große so. Autoanhänger Ach gekostet. so, Digga. Nee, wir haben ja aber nur den kleinen gehabt. Ja, der hat 600 gekostet. Ja, sag ich doch. Ja, soll ich den großen holen? Da kannst du auch einen Brauchen Rasenmäherbulldog und so wir draufballern den unbedingt? hinten. Brauchen wir den unbedingt? Brauchen wir den unbedingt? Warte mal, lass mich den mal ganz kurz angucken. Ja, ganz kurz angucken. Digga, und das Verkaufen-Menü und wir werden hier ganz diese Holzplanken angezeigt. Auto, ja, komm, dann kauf den mal. Genau. Ich würde dann sagen, weil wir haben ja aktuell gerade eh schon das Geld, dann würde ich sagen, nehmen wir gleichzeitig noch den Ernteanhänger mit, oder? Für den Schlepper, weil den brauchen wir später sowieso. Weil dann haben wir nämlich auch alles, was es für einen Bulldog gibt, weil eine grobe Saatmaschine, Düngemittelanhänger, Erntemaschine. Und man braucht halt dann später noch. Oh, ach du Scheiße, man muss für jeden einzelnen Schneidwerk kaufen, ne? Weiß. Getreidevorsatzgerät, Maisvorsatzgerät, Sonnenblumenvorsatzgerät. Na egal, das können wir ja später dann noch kaufen. Nee, den Grubber brauche ich nicht nochmal, Kollege. Warte mal, was nehmen wir denn noch mit? Boah, so ein Treibstoffanhänger und Tieranhänger wäre auf Dauer auch geil. Oder ein fahrbarer Rasenmäher, wollen wir den noch mitnehmen? Egal, weißt du, was das alles Geld kostet? Ja, wir haben doch aktuelles Geld. Wie viel Nee, kosten das jetzt Spaß. Wir kosten das jetzt alles. Also der Autoanhänger und der Ernteanhänger insgesamt 2,5. Ja, das können wir uns leisten. Soll ich noch einen warte mal, ich würde noch einen Topf und einen Kanister mitnehmen. Mach das. Oder? Ich habe jetzt den Rasenmäherschlepper nicht mitgenommen, weil der kostet nochmal einen Taui, den können wir uns später irgendwann holen. Alter, ist das ein Riesenanhänger! Boah, was ist das für ein Ding? Warte mal. Alter! Digga. ja gut, ne? Der ist, glaube ich, für unser Auto ein bisschen suboptimal geeignet. Digga, was ist denn das hier? Zumal du kannst da ja nie, weißt was bei dem halt ein bisschen das Problem wiederum ist, das ist wie bei dem hier, Digga. Bei dem haben die Achse viel zu weit nach vorne gebaut und deswegen kippt der immer nach hinten. Und hier haben sie die Achsen viel zu weit nach hinten gemacht, deswegen geht der immer so weit nach vorne. Gut, da muss man aber auch dazu sagen, unser Pickup ist, glaube ich, auch ein bisschen suboptimal dafür geeignet. Wir könnten uns auch überlegen, ob wir uns auf Dauer vielleicht den LKW holen, weil da passt halt auch ordentlich was rein, ne? Das stimmt ja. Aber Junge, Alter. Ja, okay, jetzt können wir das Holz natürlich alles mit einmal mitnehmen, ne? Das stimmt ja. Junge. Also ich ha, also dass der groß ist, wusste ich ja auch, aber Digga, so ein fettes Flaggschiff. Junge, da kannst du ja alles drauf. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, weil dann können wir unseren Drescher transportieren oder so. Vielleicht sollte man sich davor nur überlegen, ob man sich vielleicht ein anderes Auto holt, weil ich glaube, das Auto ist ein bisschen suboptimal dafür geeignet. Ich glaube, da wäre der größere Pickup für ein Vorteil. Weiß Das gar nicht, was er stimmt. kostet. Ich weiß auch nicht. Könnte man mal eigentlich mal gucken, ne? Ja, schon ist das komplette Holz weg. Das stimmt, ja. Ah, nee, ein Holzding habe ich tatsächlich noch unter dem Anhänger gefunden. Nee, passt schon, baue ich so mit drauf. Ich will nicht wissen, wie sich das Ding jetzt steuern lässt, Alter. Das wird wahrscheinlich jetzt eine Katastrophe, das Ding. Vor allem der Anhänger halt auch breiter wie ein Containerschiff, Digga. Alter. Oh, nicht. Oh, Alter. Oh, oh, oh. Alter, das wird Horror, Digga. Das sage ich dir jetzt schon.
Was ist denn eigentlich unsere Karre wert? Weiß ich nicht. Ich glaube, 8,50 habe ich dafür bezahlt. 8,50? 850 oder was? Ja, 850. Das war nämlich damals, wo doch der Tank von unserem Buggy leer war. Ach so, und ja. Ich dann bis zum Autohändler gerannt bin. Nein, ne? Nein, das ist. Nein. Ach, zum Glück, das wäre jetzt gewesen, wenn wir hier. Komm! Komm aus dem Arsch! Reisegruppe Kloppy ist wieder unter. Wo fährst du eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Ich fahre halt einen langen Weg. Wenn du so fährst, dann. Also wenn ich so fahre, sind wir glaube ich in der Dreiviertelstunde noch nicht da. Ja. Aber ich kann auch, ich traue mich nicht mit dem Ding Offroad zu fahren, Alter. Ich finde es ja auch geil, ne? Die Karre hat eine Seilwinde vorne dran, aber man kann sie nicht benutzen. Ja. Ich schwör's dir, ich drück Vollgas, ne? Schneller geht gerade nicht. Der fährt nicht schneller wie 17 gerade. Ich wär gar. Ja, so schauen die Bremsspuren auf den meisten Autobahnen auch immer aus, wenn es irgendwelche Unfälle oder so gibt. Ja. Komm, hau mal ab da mit dem Honda Civic. Ey Alex, ne? Auch wenn es jetzt komisch klingt, Digga, aber ich glaube, du würdest nicht viel besser fahren, weil das ist so ein Klump mit dem Scheißding da hinten dran. Das sieht so lustig aus. So ein Mini-Karre an diesem fetten Anhänger. Das sieht aus, könntest du so eine Yacht drauf machen. Mann, gut, dass ich mich der Baum gerade gestoppt habe, sonst wäre ich jetzt irgendwo gegen eine Leitplanke geballert und wäre in 100 Jahren wieder nicht rausgekommen. Das stimmt. Wir können ja mal gucken, was der nächstgrößere Pickup kostet. Ich glaube, 1,5. Ich finde es auch geil, wie die Karre einfach 10 Meter weiterläuft. Würde ein 6 kosten. Genau, der hat 800 gekostet. Der LKW, der 2,5. Oder man holt sich halt noch diesen Landy, der kostet einen Taui. Geländewagen. Ja. Der hat zwar keine Kapazität, aber der wäre halt gerade für Anhänger ganz geil. Ich dachte, der metrische wäre teurer. Der metrische kostet sogar nur 2.000. Ja, ich weiß. Ich dachte, der würde 5 kosten. Ja, oder wir holen halt den großen Pickup und verkaufen den kleinen dafür. Ja, hört sich nach dem Plan an. Warte, wie viel ist denn der wert? Oh. Ja, noch nicht jetzt verkaufen, sonst ist das ganze Holz weg. Ja, das ist mir schon bewusst. Ja, komm, dann lass das später so machen. Jetzt möchte ich mal damit fahren. Ja, wow, du hast ja auch nur 2 Meter zum Fahren, Junge, bis zum Hof. Ja, du Alter. Merkst du was? Das ist andere Liga, Junge. Dieser Anhänger, Junge, das ist bodenlos, die Scheiße. Ich glaube, der Anhänger fliegt schneller wieder als Usain Bolt. Ja, das war der Zaun. Das war wieder der Zaun. Bei mir hängst du komplett im Zaun. Ja, bei mir ist gerade der Zaun auf einmal hergekommen. Du könntest du einmal R drücken. Ah, jetzt ist der Zaun wieder weg. Jetzt kann ich wieder fahren. Jetzt wird der Zaun bei mir nicht mehr angezeigt. Ah, jetzt wird er wieder angezeigt. Ah, meine Güte, ey. So, Reisegruppe Kloppy ist wieder zu Hause. Erstmal das komplette Haus wieder kaputt gemacht. Perfekt. Insi-Modus ist aktiviert. Oh, warte, komm. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal, scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Nö, ne? Okay, wir sind ein bisschen mit dem Anhänger hier reingefahren. Wir sind ein bisschen festgefahren mit dem Anhänger. Naja, egal. Ich baue mal hier oben direkt weiter, ne, dass wir unsere Bude mal irgendwie mal haben hier. Ja. So, jetzt warte mal, hier gibt's ja so Böden.
Okay, da muss ich dann aber erstmal noch mal ein paar Bretter wieder reinballern, dass ich da drauf laufen kann. Ah ja, die brauchen ja nicht viel, das passt. So. Ha. 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 Ha, ha, ha. Ha. Ja, so ist das. Ha. Genau, ja, dachte ich mir auch. Jetzt müssen wir aber hier mal den Boden. Den ich jetzt aber schon gern so rumbauen, dass auch die Dinger hier, die Lamellen, so weit passen. Wieso geht denn das jetzt? Ah, hier sind. Kannst du mal den Boden von unten weiterbauen, bitte? Wenn es Bei was geht. bin ich denn gerade? Nee, ich meine eigentlich von oben. Ja, egal. Ich mach das Ja, schon ja. alles in Ordnung. Eins nach dem anderen. Ja, aber das oben ist wichtiger, weil das ist unser Haus. Ja, hast du schon mal ein Haus gesehen, was nur das erste Geschoss, was wo das erste Geschoss vor dem Erdgeschoss fertig ist? Ja, nee, aber bei unserem Haus ist ja das Obergeschoss meistens schon fast komplett fertig. Ja. Weißt du, wie ich mein? Stimmt auch wieder. Weil so groß wird unser Haus ja nicht. Ich steht jetzt hier noch zwei so eine Böden dran klatschen. Wieso geht denn das nicht? Wieso kann. Wow. Hier kann ich einen Boden hinbauen, aber hier nicht. Ah, jetzt. Ah, okay. Die zwei Böden sind das letzte, was wir jetzt noch bauen hier als Oberflächendings. Würde ich sagen. Ja, aber Größer du, brauchen wir es jetzt erstmal nicht. bei 32 Minuten, ne? Ha! Wir sind schon bei 32 Minuten. Ja, wir können ja gleich aufhören. Naja, jetzt mal gucken. So Leute, dann würde ich sagen, war's das für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, auch gerne ein Abonnement, einfach für den Algorithmus. Ja, schaut bei Alex seinem Kanal vorbei, schaut bei meinem Podcast vorbei, da kam am Sonntag eine neue Folge. Schaut auf meinem Discord vorbei. Normalerweise, ja, die Folge kommt ja nach der Folge, wo ich erklärt habe, was das mit dem Discord-Server auf sich hat. Wir sehen uns, bis dann, tschüss.